Und da sind wir wieder. Und zwar sind wir jetzt hier oben in Silverglade. Ich habe es wieder gefunden. Jetzt bin ich nur gerade am Schauen, weil die haben das Pferd einmal in Schwarz. Allerdings ist die Mähne ziemlich braun. Einmal in Weiß. Das wäre natürlich auch hammergeil, muss ich dazu sagen. Und ja, das war's dann auch. Beziehungsweise. Ja, da hinten haben sie es noch einmal, ich gehe noch mal kurz gucken. Da hinten haben sie es noch einmal in so einem bräunlichen Ton. Ja, in so einem bräunlichen Ton. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht genau, was ich nehme, aber ich denke mal, ich nehme diesen Wüstling hier. Der sieht so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht. Also der ist nicht ganz schwarz, so wie ich ihn eigentlich haben wollte. Ich wollte ihn hier mit so einer schwarzen Mähne wie das Pferd hier haben. Aber er ist wirklich, er hat irgendwie was. Allerdings das weiße Pferd hat auch was. Deswegen bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, was ich jetzt machen soll. Aber ich denke, ich werde mir den in Schwarz holen und werde dann ja noch einige Wochen hart sparen müssen und mir dann vielleicht noch den weißen dazu holen. Weil ich liebe einfach diese Rasse. Der ist so geil. Ich schaue mir noch mal eben die Daten an. Also das Geld habe ich auf jeden Fall. Stärke und Disziplin, Agilität. Okay, mit Geschwindigkeit oder Ausdauer kann er jetzt nicht mithalten. Aber gut, das ist mir jetzt auch momentan noch nicht so wichtig. Der ist auf Level 1. Ja gut, klar, wir müssen ihn dann natürlich hochleveln. Ich hatte euch das schon mal vorgelesen, aber ich lese es euch noch mal ganz schnell vor. Das ist ein Tinker. Das ist auch schon mal für mich sehr schön vom Namen her, weil das erinnert mich dann immer an Tinkerbell. Die Tinker kommen ursprünglich aus Irland, was für mich ein absolutes Plus ist, weil ich liebe Irland. Das Pferd an sich ist kraftvoll und ruhig. Sie wurden früher von Farnen, Kesselflickern für das Ziehen von Wohnwagen und Kutschen benutzt. Die Pferde zeichnen sich durch einen freundlichen Charakter aus und sind leicht zu dressieren. Sie sind bekannt für ihren Arbeitswillen und sind sehr universell einsetzbar. Obwohl die Tinker meistens scheckig sind, gibt es sie in unterschiedlichen Farben. Genau wie die Farben kann die Größe ebenfalls stark variieren. Sie können klein wie Ponys sein, aber auch groß wie normale Arbeitspferde. Besonders bei diesen Pferden ist die Behaarung an den Beinen und die lange Mähne und der Schwanz. Ja, Level 6 haben wir jetzt gerade erreicht. Wir müssen das Pferd dann natürlich nochmal komplett von vorne beginnen, sozusagen. Aber ich kann einfach nicht anders. Ich muss dieses Pferd kaufen. Es ist dunkel. Ja, Amethyst ist natürlich jetzt nicht der richtige Name. Angel vielleicht? Angel Wing oder so? Gibt es sowas? Aber wahrscheinlich ist das schon belegt. Angel Wings? Ich bin so happy. Angel Wings war frei und ich habe das Pferd kaufen können. Yes. Oh, ist das cool. Jetzt muss ich allerdings fürs nächste Pferd noch dementsprechend viel Glück mit deinem neuen Pferd. Oh, danke. Fürs nächste Pferd muss ich jetzt leider noch eine ganze Weile sparen. Ich denke mal, es wird dann auch wirklich das weiße Pferd werden. Also das hier. Ich denke mal, ja. Was bist du eigentlich hier neben? Aber du bist so klein. Ich wollte ja schon ein großes Pferd haben. Eigentlich hätte ich die Angel Wing nennen müssen, ne? Jetzt, wo ich die so angucke, gefällt die mir immer besser. Mist. Ich hätte vielleicht doch das Weiße nehmen sollen. Aber da ich ja sowieso beide holen wollte, ja, ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Es tut mir jetzt auch leid, meine Sunny Princess. Ich weiß, du bist ein total süßes Pferd. Ein total liebes Pferd. Du bist auch schon auf Level 8. Und es tut mir wirklich unheimlich leid, dass ich dich jetzt gleich tauschen muss. Die haben hier gar keinen Stall, ne? Gut, dann würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal zu meinem Heimatstall reise wieder und dass ich euch dann gleich dazu schalten werde. Und da sind wir in meinem Heimatstall. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Da ist sie ja schon. Hallo süße Angel Wings, ich finde dich so klasse. Komm mal her. Oh, kann man dich nicht streicheln? Hallo? Warum darf ich dich? Jetzt darf ich dich streicheln. Oh. Oh, du bist so schön. Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt mein anderes Pferd hier in den Stall bringen muss. Sunny Princess, komm mal eben her.
Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Du bist nämlich auch mein absolutes Schätzchen. Es tut mir leid, mein Schätzchen, lass dich noch mal knuddeln. Oder auch nicht. Ja, dann knuddeln wir halt die Wand. Das ist eine tolle Grafik. Nein, jetzt sag mir bitte nicht, ich bin jetzt hier irgendwo verbuggt. Hallo? Geht's noch, Leute? Hallo? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ja, dann, das erinnert mich dann daran. Kann mir vielleicht irgendeiner in die Kommentare schreiben, gibt es so eine Art Reboot? Also wenn man sortierende Pferde, wenn man so wie hier, ja, da ist, wo man nicht hin möchte, dass man wieder zurückkommt. Ich werde mich mal eben ausloggen und wieder einloggen. Ich hoffe, dass ich dann wieder auf einer normalen Position bin. Ich musste mich gar nicht aus- und wieder einloggen. Ich habe mich einfach zum Eingang teleportiert. Und zwar für alle, die es nicht wissen, einmal Escape drücken und zurück zum Eingang klicken. Dann ist man jetzt auch leider mit dem Pferd wieder da drin, aber naja gut, das ist dann halt so. Hauptsache, man backt hier nicht in der Wand rum. Ja, Sunny Princess, es tut mir leid. Ich muss dich mal eben drehen, damit ich dich noch ein letztes Mal knuddeln kann. Also ich bin ja nicht ganz aus der Welt raus, ne? Nur dass das klar ist. Ich will ja nur... So, komm, komm, ich will dich noch mal knuddeln, mein Schätzchen. Ja. Du bist so süß. Oh, jetzt habe ich aus Versehen ein Foto gemacht. Das wollte ich gar nicht. Das Problem ist, dass ich eigentlich deine Sachen haben will. Das hört sich jetzt unfair an, ich weiß. Ich will eigentlich deinen Sattel haben. Du bist ja eh hier drin. Du hast ja da eh keine Vorteile von. So, die Satteltasche nehmen wir auch mit. Die Hufeisen, ja, das ist die Anfängerausrüstung. Da wir ja immer noch nicht das bekommen haben, was wir eigentlich haben wollten. So, jetzt wollen wir mal schauen. Das Bändchen. Das Bändchen ist gar nicht dran. Warum ist das nicht dran? Ach, weil ich die Trense abgemacht habe wahrscheinlich. Ach, das ist ja blöd. Ja, dann kann ich das hier auch abmachen, wenn das dann eh nicht mehr drin ist. So, Schätzchen. Tut mir leid, aber du bleibst jetzt erstmal hier drin. Kann ich nicht mehr zumachen, okay. Angel Wings. Ich weiß, ich komme mir irgendwie total vor wie so ein Verräter. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir so richtig leid, ehrlich. Achso, das ist Sunny Princess. Warum kann ich denn jetzt nicht auf das andere Pferd aufsatteln? So, jetzt sitze ich drauf. Du bist Level 1. Die Frage ist jetzt... Ach, jetzt habe ich dich. Okay, gut. Dann ziehe ich dir erstmal die Decke an. Das kann ich auch schneller machen. So, das und das. Ah, kann ich nicht bei dieser Pferderasse ausrüsten? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das sieht auch etwas komisch aus. Aber gut. Kann ich das denn machen? Das kann ich machen. Die Trense, naja gut, die ist so golden, aber naja. Egal. Ich setze mich jetzt erstmal drauf. Der hat jetzt auch das Ding dran. Wir müssen aber mal gucken, dass wir irgendwie mal so eine weiße Trense oder sowas holen. Der geht aber schon viel schneller, oder? Oh, das sieht doch richtig klasse aus, wie der geht. Oh, ich bin so begeistert, ehrlich. Ich bin so begeistert von dir. Auch wenn ich zugeben muss, das weiße Pferd hätte mir auch wahnsinnig gut gefallen. Kann ich dich nicht? Kann ich nicht von hier oben kraulen? Ne? Ich muss immer davor stehen. Obwohl ich sagen muss, dass das eigentlich eher so was... Ja, das sieht bei ihm irgendwie komisch aus, finde ich. Schätzelein. Achso, dir kann ich es ja gar nicht mehr anziehen. Weil das jetzt gerade... Ja, das ist natürlich doof. Dann tue ich das jetzt mal hier rein. Kann ich nicht, weil ich es geöffnet habe. Okay. Nehmen wir das erstmal raus. So. Und das ist ein, ja, ist das ein Item? Ne, es ist kein Item. Es gehört zur Ausrüstung noch, okay. Was ist das denn hier? Ach, das sehe ich jetzt.
Nicht, weil ich jetzt nicht in der Nähe vom Pferd bin. Das ist natürlich doof. Karierte Mähne für die Pferdemähne. Okay. Naja, das sieht aber wahrscheinlich an dem total doof aus, nehme ich mal an. So, exklusiv blaue Trense. Wir haben ja jetzt aktuell. Ah nee, das ist auch nur für die Disziplin. Western-Zaumzeug. Okay. Nur einmal Disziplin. Wenn ich jetzt wüsste. Dunkelblau. Blau. Da steht nur Zaumzeug. Zaumzeug. Weißes VIP-Zaumzeug. Das hört sich gut an. Nehmen wir das mal raus. Ich weiß jetzt nicht. Das finde ich ein bisschen blöd, dass man das nicht direkt am Pferd sehen kann. Hat der jetzt schon das Weiße an? Ach, ich habe die getauscht. Ach so. Oh, sogar Stärke und Geschwindigkeit. Habe ich gar nicht gesehen. Aber das sieht cool aus. Also doch, wenn das jetzt alles so in weiß ist, das sieht schon richtig gut aus. Eine weiße Satteltasche wäre vielleicht auch noch cool. Aber wir lassen das jetzt erstmal so. Da ist jetzt noch ein Schleifchen. Gut, das steht jetzt nur Dekoration. Das ist auch Dekoration. Die Gamaschen sind auch nur Dekoration. Ja gut, okay. Dann ist das jetzt gar nicht weiter schlimm. Ich würde sagen, dann lassen wir das so. Das Einzige, ich finde halt blöd, was ich jetzt gerade anhabe. Aber das Problem ist halt, das sind die, die die besten Stats haben. Ne? Deswegen, ja, der Optik halber habe ich ja auch noch andere Sachen drin. Gut, dann werde ich jetzt erstmal die Sachen für Sunny Princess, werde ich jetzt noch kurz wieder hier reintun. Das tun wir rein und die Gamaschen tun wir rein. Was war hier mit der Hose? Ach, das war die schöne schwarze, ja. Die lassen wir mal drin. Obwohl, die sieht noch besser aus. Sie sieht so jeansmäßig aus. Ja, und da hat man halt, ja, Also, die ist ja eh nur wegen der Optik dabei, muss ich dazu sagen. Wobei die ja sogar noch ein bisschen mehr hat. Die hat Springen und Pflege. Ich würde sagen, dass ich die erstmal reintue. Das Oberteil finde ich halt total geil. In Kombination mit der Hose sehr, sehr schön. Ja, bringt mir aber natürlich nicht allzu viel. Ach so, Moment, Kleidung. Wo sind die Hosen? Da. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jemals anziehen werde. Ja, ich lasse es einfach nochmal drin. Was soll's. Okay, Stallhilfe wollen wir jetzt nicht. Das heißt, wir wollen schon, aber die ist einfach zu teuer. So, Schätzelein, dich habe ich jetzt schon gemacht. Und mit Angel Wings. Gut, wie gesagt, ich hätte das weiße Pferd dann vielleicht später Angel Wings nennen sollen. Aber mit einem schwarzen ist es auch okay. Dem müssen wir jetzt natürlich noch pflegen. Wobei ich nicht weiß, ob man das jetzt wirklich beim ersten Mal machen muss. Ich hätte es halt viel schöner gefunden, wenn er komplett überall schwarz gewesen wäre. Das wäre so Hammer gewesen. Aber gut, man kann halt nicht immer haben, was man möchte. So, dann nehmen wir jetzt hier direkt noch eins von. Ja. So, dann geht doch mal alle da weg. Ich will was sehen hier. Ach, ich kann ihn gar nicht füttern. Nee, dann scheine ich... Mann. Entschuldigung. Dann scheine ich das für heute gar nicht machen zu müssen. Okay. Was jetzt natürlich blöd ist. Nein, ich will nicht... Ich will aufsetzen, ihr Blödmänner. Jetzt... Wie der läuft, das ist so schön. Du sollst eigentlich nur absteigen, aber ist in Ordnung. So, dann füllen wir noch mal eben schnell was zu trinken nach. Ich muss ja jetzt auch immer für zwei was dabei haben. Das heißt, ich muss immer gucken, dass ich jeden Tag zweimal. Ich versuche das jetzt noch mal eben. Ach nee, jetzt funktioniert das. Ach, wenn wir nicht direkt daneben stehen. Okay. So. Auch noch was zu fressen bekommst du von mir.
und was zu trinken. Sehr kleiner Eimer. So, aber... Achso, nee, ich bin noch nicht fertig. Aber die tägliche Pflege hat der jetzt nicht drin. Das heißt, eigentlich war es jetzt wohl Blödsinn, keine Ahnung. Habe ich einmal fressen, sage ich schon. Also einmal hier das Heu umsonst ausgegeben. Naja, gut, okay. Ist nicht so schlimm. Kaufen wir aber trotzdem jetzt noch einmal neu, damit ich daran denke, dass ich halt einmal pro Tag welches brauche. So, für morgen schon mal. Genau. So, nee.